Gut. Also, ich fange nochmal an. Begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend. Mein Name ist Franziska Rabenschlag. Ich arbeite in der UPK Basel, Universitäre Psychiatrische Klinik Basel, in der Pflegeleitung. Die Aktionstage Psychische Gesundheit werden jedes Jahr durchgeführt. Dieses Jahr mit dem Titel Blickwinkel. Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Der Event wird live gestreamt. Also wer keinen Platz hat, kann den auf dem Kanal noch schauen. Die Aktionstage werden, also sind unter der Leitung vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt. Die beiden Projektleitenden haben sie begrüßt hier aussen. In dem Organisationskomitee hat es verschiedene Fachleute aus verschiedensten Fachgesellschaften, es hat Betroffene, es hat Angehörige. Wir miteinander gestalten jedes Jahr diese Tage. Damit wir ihren Geschmack oder ihre Bedürfnisse treffen, bitten wir Sie sehr, die Zettel, die auf den Stühlen liegen, auszufüllen. Und okay. dass wir Hinweise haben, was Ihr Bedarf oder Ihr Bedürfnis ist. Jetzt freue ich mich sehr, Ihnen Philipp Sterzer vorzustellen. Er ist Professor für Psychiatrie und Neurologie, auch an den UPK Basel. Er forscht und publiziert zum Thema natürlich Psychose, dein Hauptgebiet, aber eben auch unsere Überzeugungen. Und das passt super zu diesem Thema. Blickwinkel, diese Wochenthema. Und er hat viel publiziert dazu, über die Überzeugungen, er hat ein Buch dieses Jahr herausgegeben und ist auf vielen YouTube-Beiträgen zu sehen. Also wenn es Sie weiter interessiert, man kann viel von ihm entdecken. Okay, jetzt freue ich mich sehr auf deinen Vortrag, Philipp. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja, geht das so? Okay. Gibt es eine leichte Rückkopplung? Ich glaube, man müsste es ein bisschen leiser machen. Es brummt. Vielen Dank, liebe Franziska, für die nette Einführung. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wir hätten den Raum fast größer wählen können, aber es ist eigentlich immer besser, ein kleiner Raum, der zu voll ist, als ein großer Raum, der zu leer ist, zumindest für das Ego des Redners oder der Rednerin. Also herzlich willkommen. Das Thema heute ist Psychose erklären, Stigma reduzieren, mit einem Fragezeichen versehen. Ich muss Ihnen jetzt schon die traurige Nachricht überbringen, dass ich diese Frage nicht definitiv beantworten kann, aber ich möchte sie stellen und in dem heutigen Vortrag diskutieren. Warum interessiere ich mich dafür? Wie Franziska Rabenschlag schon gesagt hat, ich bin einerseits Psychiater, als Kliniker tätig, zum anderen aber auch Neurowissenschaftler und befasse mich mit den Hirnmechanismen verschiedener psychischer Erkrankungen, vor allem aber von Psychosen. Was genau damit gemeint ist, werden wir noch ein bisschen im Detail diskutieren. Und als Kliniker ist das Stigma, mit dem psychische Erkrankungen behaftet sind, ein Thema, das mich lange schon bewegt und das mir sehr am Herzen liegt. Und als Neurowissenschaftler könnte man sagen, ja, was können die Neurowissenschaften denn eigentlich zu diesem Thema beitragen? Was hat es miteinander zu tun? Aber es ist insofern vielleicht fast ein bisschen ein autobiografischer Vortrag heute, weil ich über die Forschung, die ich gemacht habe, die neurowissenschaftliche Forschung zum Thema Psychose, irgendwie so das Gefühl gewonnen habe, dass sich eigentlich mein Bild von psychotischen Erkrankungen dadurch verändert hat, und zwar im Sinne eher einer Normalisierung, einer Entpathologisierung in meinem eigenen Verständnis dessen, was eigentlich in der Psychose passiert. Und deswegen bin ich eigentlich zu der Idee gelangt, dass neurowissenschaftliche Erklärungen für Psychosen auch zur Entstigmatisierung beitragen können. Und wir schauen mal, ob ich Sie von dieser Idee heute überzeugen kann.
Ich möchte anfangen, wie das für medizinische Vorträge so üblich ist, mit einem Fallbeispiel. Das ist allerdings ein Fallbeispiel nicht eines Patienten und vor allem eines Menschen, der alles andere als stigmatisiert war, ganz im Gegenteil. Es handelt sich um Linus Pauling, amerikanischer Chemiker, der schon in jungen Jahren den renommierten Award der Chemical Society in Amerika gewonnen hat und dann 1954 den Nobelpreis für Chemie bekam. Dann darüber hinaus auch noch dann politisch aktiv war in der Friedensbewegung in den 50er Jahren, in der Abrüstungsbewegung in den USA und hat für diese Aktivitäten auch noch den Friedensnobelpreis bekommen 1963. Der einzige Mensch, der sozusagen als Einzelperson zwei Nobelpreise bekommen hat. Marie Curie hat auch zwei, aber einen musste sie teilen. Und also er muss wirklich ein Wahnsinnstyp gewesen sein. Ein Kollege hat ihn beschrieben als eine godlike superhuman figure. Unglaublicher Typ. Dann hat er, nachdem er mit dem Preisesammeln fertig war, sich einem neuen Thema zugewandt, und zwar dem Thema Vitamin C. Er ist, ich weiß nicht genau, wie auf die Idee gekommen, dass Vitamin C ein natürliches Heilmittel sein könnte, mit dem man sogar Krebserkrankungen heilen könnte. Hat auch dann mit einem Kollegen zusammen 1976 eine Studie publiziert, in der er vermeintlich zeigte, dass Vitamin C bei Krebserkrankungen das Leben verlängern kann. Das hat für viel Furore gesorgt, verständlicherweise, und für viele nachfolgende Studien, die allesamt methodisch deutlich besser gemacht waren als seine Studie. Und all diese nachfolgenden Studien haben diesen Befund eindeutig widerlegt. Vitamin C hat keinen Effekt hat keine lebensverlängernde Wirkung bei Krebserkrankungen. Linus Pauling allerdings hielt eisern an seiner Überzeugung von der Wirksamkeit fest und nahm es auch bis zu seinem Tod im Alter von 93 Jahren. Er hat vielleicht da doch ein Argument, ja, bei diesem Alter nahm er es hochdosiert ein. Ganz interessant, ich glaube, vielleicht hat diese Idee, die er hatte, auch noch dazu beigetragen, dass wir alle, wenn wir krank werden, wie wahnsinnig Vitamin C essen. Es gibt hier auch so Vitaminpräparate, habe ich im Internet gefunden, die seinen Namen tragen. Also er hatte da einen bleibenden Einfluss aufgrund einer falschen Überzeugung, ganz eindeutig. Wie können wir uns das erklären, dass Godlike Figure, dass er einfach an einer Überzeugung festhielt, die eindeutig, objektiv, wissenschaftlich falsch war. Ja, war er vielleicht einfach erfolgsverwöhnt? War das die Hybris eines genialen und erfolgreichen Wissenschaftlers? Hat er vielleicht auch so eine narzisstische Persönlichkeit? Er war einfach zu sehr von sich überzeugt oder war es bewusste Täuschung? Gut, dass er es selbst eingenommen hat, spricht vielleicht ein bisschen dagegen. Ich glaube, er hat auch kein Geld damit verdient. War es sowas wie Altersstarrsinn? Das ist ein bisschen altersdiskriminierend, dieses Wort, ich weiß, aber könnte man ja vielleicht denken. Oder war es eine Psychose? Und da sind wir beim Thema des heutigen Abends. Was ist eine Psychose? Ich habe hier mal so eine allgemeingültige Definition aufgeschrieben, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Der Begriff Psychose wird benutzt, um Geisteszustände zu beschreiben, in denen der Kontakt zur Realität teilweise verloren gegangen ist. Während einer psychotischen Episode sind Gedanken und Wahrnehmungen einer Person gestört und die Person kann Schwierigkeiten dabei haben, zu unterscheiden, was real ist und was nicht. Also philosophisch gebildete Menschen hier, denen werden wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen, wenn sie das lesen, weil wer kann schon entscheiden, was real ist und was nicht? Schwierige philosophische Frage, aber man könnte vielleicht sagen, was man allgemein für real hält und was nicht. Ja? Ich habe hier hervorgehoben Gedanken und Wahrnehmungen, das sind die entscheidenden Symptomdimensionen einer Psychose. Bei den Gedanken, die sich, wenn man das so sagen kann, von der Realität entfernen, zumindest in den Augen der anderen, da spricht man von Wahn, ja, also wenn man Dinge denkt oder von Dingen überzeugt ist, die gemeinhin für falsch gehalten werden. Und bei den Wahrnehmungen handelt es sich um typischerweise Halluzinationen, das sind also Wahrnehmungen, zum Beispiel Stimmen hören als typisches Symptom oder auch, dass man Dinge sieht, die nicht da sind, also Wahrnehmungen in der Abwesenheit von Reizen, die diese Wahrnehmung eigentlich erklären. Ich möchte mich heute in dem Vortrag auf das Thema Wahn beschränken. Lassen Sie uns für den Anfang bescheiden bleiben und nicht alles erklären wollen. Also Wahn stellvertretend für Psychose kann uns ein Verständnis, ein neurowissenschaftlich geprägtes Verständnis von Wahn dabei helfen,
Psychosen zu entstigmatisieren. Das sind die drei Kapitel, in die ich mein Referat heute einteile. Es geht erstmal um das Thema einer Rationalitätsillusion und wie wir evolutionär erklären können, wie eigentlich Irrationalität entstanden ist. Im zweiten Teil geht es dann um, in Klammern, falsche Überzeugungen, wieder aus diesem philosophischen Grund, weil wer kann schon entscheiden, welche Überzeugung falsch ist und welche nicht. Also wie Überzeugungen in unseren Köpfen überhaupt entstehen, ein neurowissenschaftlicher Erklärungsansatz. Auf dieser Grundlage möchte ich dann mit Ihnen im dritten Teil noch das Thema diskutieren, wann sind in Klammern falsche Überzeugungen normal, wann sind sie in Anführungsstrichen verrückt, und möchte das anhand des Themas Verschwörungsglaube, was ja in der Presse auch sehr viel diskutiert wurde, gerade im Rahmen der Pandemie, also am Thema des Verschwörungsglauben als Ausdruck relativ normaler, in Anführungsstrichen, Irrationalität diskutieren. Kommen wir zum ersten Teil, die Rationalitätsillusion. Brandon Mayer, ein US-amerikanischer Psychiater, der in Harvard gelehrt hat, hat einen Satz gesagt, der mich, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, sehr zum Nachdenken angeregt hat, sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, der Standard eines rationalen, deduktiven Vorgehens trifft auf normales Denken nicht zu. Viele oder sogar die meisten Menschen haben insgeheim seltsame Überzeugungen, die von Psychiatern als wahnhaft diagnostiziert werden könnten. Mir gefällt es auch deswegen, weil es so etwas augenzwinkernd einen selbstkritischen Blick auf die Zunft der Psychiaterinnen und Psychiater wirft. Also passen Sie auf, dass Sie Ihre Überzeugungen nicht zu laut äußern, sonst könnten Sie gleich vom Psychiater als krank diagnostiziert werden. Was aber das Entscheidende hierbei ist, ist, finde ich, und da klingt schon dieser normalisierende Aspekt an, ja, dass eigentlich die meisten Menschen irrationale Überzeugungen haben, irrationales Denken haben, das eben wahrscheinlich gar nicht so weit weg ist von dem, was wir dann als krankhaft irrational bezeichnen. Und ich möchte anhand dieses Zitates drei wichtige Begriffe definieren. Also erstens, was meine ich überhaupt mit rational oder irrational? Was sind überhaupt Überzeugungen und wann sprechen wir von wahnhaften Überzeugungen? Fangen wir mit dem Thema Rationalität an. Eine ganz allgemeine, aber auch gar nicht so dumme Definition ist, dass eine rationale Person ihre Überzeugungen auf gute Gründe stützt. Gute Gründe sind die, die andere gut nachvollziehen können. Und dann unterteilt man Rationalität ganz grob, es ist jetzt wirklich eine Unterteilung für den Hausgebrauch sozusagen, in einerseits eine Form von Rationalität, die epistemisch genannt wird, epistemische Rationalität. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sich Überzeugungen an der verfügbaren Evidenz orientieren und auf diese ansprechen. Also wenn Evidenz verfügbar ist, die von den meisten Leuten als eindeutig sozusagen als eindeutig angesehen wird und die Überzeugungen einer Person nicht darauf ansprechen, also jemand die Überzeugung nicht ändert, so wie Linus Pauling zum Beispiel, dann würde man das als irrational, epistemisch irrational bezeichnen. Im Gegensatz dazu, praktische Rationalität, da geht es eigentlich nur um die Frage, ob sich Überzeugungen am praktischen Nutzen orientieren. Also wenn ich zum Beispiel zu einem Jobinterview gehe und felsenfest davon überzeugt bin, dass ich sozusagen dass ich zu den 10% besten Bewerberinnen oder Bewerbern gehöre, in Wirklichkeit bin ich aber im unteren Drittel, dann ist es vielleicht im epistemischen Sinne eine falsche Überzeugung. Sie kann aber im praktischen Sinne durchaus eine rationale Überzeugung sein, weil sie mir vielleicht dabei hilft, diesen Job zu kriegen. Über die praktische Rationalität will ich heute nicht so viel sprechen, sondern wirklich über dieses Thema der epistemischen Rationalität, weil es darum geht, ob Überzeugungen sozusagen der Realität entsprechen, Klammer auf, soweit wir das überhaupt sagen können, Klammer zu, und ob sie sich an der verfügbaren Evidenz, an den Daten, Fakten orientieren. Kommen wir zum Thema Wahn. Für Wahn gibt es ungefähr, also mindestens 30 verschiedene Definitionen, die fast alle im Kern eine Aussage machen. Das ist hier zum Beispiel aus dem diagnostischen Manual, das in den USA benutzt wird. Der Kern dieser Definition ist, dass es sich bei Wahn um eine feste Überzeugung handelt, die auch im Lichte entgegengesetzter Evidenz keiner Änderung zugänglich ist.
Also wenn Sie sich erinnern, wie wir Rationalität, epistemische Rationalität definiert haben, dann ist das eigentlich die Definition einer epistemisch irrationalen Überzeugung. Obwohl entgegengesetzte Evidenz vorliegt, ändert sich die Überzeugung nicht. Aber was ist überhaupt eine Überzeugung? Schauen wir im Duden nach. Eine Überzeugung ist eine feste, unerschütterliche Meinung, ein fester Glaube. Wo ist der Unterschied? Schwer zu sagen. Also ich kann zumindest keine scharfe Trennlinie hier ziehen zwischen Wahn und Überzeugung. Auch Überzeugungen, und das halt einfach liegt in der Natur von Überzeugungen, sind feste, unerschütterliche Meinungen. Unerschütterlich heißt eigentlich ja auch, sie sind nicht erschütterlich. Sie werden sich auch im Licht entgegengesetzter Evidenz nicht leicht ändern lassen oder gar nicht ändern lassen. Das heißt, dieses Kriterium der epistemischen Irrationalität, dieses Kernkriterium für Wahn, erlaubt keine eindeutige Abgrenzung also zwischen Wahn und normalen Überzeugungen. Wir wollen jetzt hier nicht die psychiatrische Diagnostik in Frage stellen, vielleicht nur ein bisschen, und erst recht nicht revolutionieren, aber es ist eine wichtige Grundlage für das, was jetzt folgt. Diese Unterscheidung aufgrund dieses Kriteriums der Rationalität oder Irrationalität ist eines, das sehr begrenzt ist und keine scharfe Trennlinie ziehen lässt. Warum sind wir trotzdem alle so überzeugt davon, dass unsere Überzeugungen rational sind? Also Sie geben vielleicht bei manchen Dingen, die Sie denken, zu, das ist nicht so ganz rational, aber im Wesentlichen denken wir doch eigentlich immer, dass unsere Überzeugungen recht fundiert sind, dass wir ganz gut Bescheid wissen. Und die anderen, die eben andere Überzeugungen haben, naja, die haben sich entweder nicht gut genug informiert oder ja, im Zweifelsfall sind sie vielleicht auch verrückt. So wie, Sie erinnern sich vielleicht an das Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump, als sie dann immer hin und her getwittert haben. Nancy Pelosi, damals die Sprecherin des Repräsentantenhauses, und er hat immer von Crazy Nancy gesprochen und sie von Crazy Donald. Und also, ne, die waren unterschiedlicher Meinung, hatten unterschiedliche Auffassungen, und dann bezeichnet man sich halt als verrückt. Aber warum ist es eigentlich so, dass wir immer von uns selber denken, dass wir Recht haben, dass unsere Überzeugungen rational und der Realität entsprechend sind? Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir einen ausgeprägten blinden Fleck für unsere eigenen Wissenslücken haben. Da gibt es eine große psychologische Literatur dazu. Hier ist nur ein Beispiel. Da wurden den Probandinnen und Probanden solche Zeichnungen von einfachen Alltagsgegenständen gezeigt, zum Beispiel von einem Fahrrad. Da hat was gefehlt und die wurden dann gebeten, das zu komplettieren, sodass ein funktionierendes Fahrrad draus wird. Und das sind hier so typische Beispiele, wie das dann aussieht. Wenn ich mich recht erinnere, war das hier eine Person, die täglich Fahrrad fährt. Das hier war eine Person, die nie Fahrrad fährt, die ist vielleicht entschuldigt, aber es geht jetzt auch gar nicht darum, sich darüber lächerlich zu machen, wie schlecht die Leute Fahrräder zeichnen können, sondern es geht darum, und das war auch der Kern dieser Studie, dass alle Personen angegeben haben, genau zu wissen, wie ein Fahrrad funktioniert und komplettes Wissen darüber zu haben, wie auch der Antrieb eines Fahrrads funktionieren würde, aber wenn sie es zeichnen sollten, stellte sich heraus, sie können das eigentlich gar nicht. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von sogenannten kognitiven Verzerrungen, auf Englisch Cognitive Biases, die auch zu unserer Irrationalität und, man könnte sagen, unserer Rationalitätsillusion beitragen. Da ist zum Beispiel die bekannte Clustering Illusion, auf Englisch Mustererkennungsillusion. Das ist hier dargestellt mit diesem netten Bild, wo Sie alle wahrscheinlich ein Gesicht sehen, obwohl Sie wissen, es ist eine Palme. Wir erkennen überall Muster, die uns vertraut sind, die für uns vielleicht auch relevant sind. Darüber hinaus haben wir ein sogenanntes übersensitives Agentendetektionssystem. Ich bitte diesen sperrigen Begriff zu entschuldigen, aber so heißt das nun mal. Das heißt, wir sehen überall Agenten. Ja, also wenn irgendwelche Ereignisse passieren, wir sehen sofort die Machenschaften irgendeiner anderen Person, auch wenn diese Ereignisse vielleicht zufällig sind oder einer Gottheit oder übernatürlichen Kraft. Wir brauchen immer oder wir suchen nach Agenten, die die Ereignisse erklären. Dann die wahrscheinlich am besten beschriebene und am besten untersuchte kognitive Verzerrung ist die Bestätigungstendenz, der Confirmation Bias. Ein gewitzter englischer Journalist hat mal gesagt, seit ich vom Confirmation Bias gehört habe, sehe ich ihn überall. Und das sagt auch schon, was er ist. Ja? Also wir sehen immer das, was wir schon erwarten. Das, was wir wissen, prägt, wie wir die Informationen sammeln und wie wir die Welt wahrnehmen. Auch
das natürlich ein Grund für irrationales Denken, irrationale Überzeugungen. Und ein Effekt, den ich immer wieder wahnsinnig faszinierend finde, der Better-than-Average-Effekt, also dass alle Männer zum Beispiel oder ein Großteil der Männer davon überzeugt ist, dass sie weit überdurchschnittliche Autofahrer sind. Also 80% der Männer geben an, wenn sie befragt werden, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind. Das kann halt rein rechnerisch nicht sein. Und das gibt es für ganz viele Bereiche. Es bezieht sich auf die eigene Partnerin, den eigenen Partner, die eigenen Kinder sowieso. Das wissen Sie ja. Manchmal kann man es einfach nicht mehr hören, wenn dann von den tollen eigenen Kindern geredet wird. Aber was sozusagen dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, dass selbst für diese kognitiven Verzerrungen eine Blindheit besteht. Also 85% geben an, weniger stark von kognitiven Verzerrungen beeinflusst zu werden als der Durchschnitt. Das heißt, wir leiden an einer gewissen Verzerrungsblindheit und auch das ist ein Grund dafür, dass wir uns für viel rationaler halten, als wir eigentlich sind. Wenn man sich das Ganze jetzt mal überlegt, ja, so vor dem Hintergrund der Evolutionstheorie, warum haben wir uns eigentlich zu Wesen entwickelt, die so irrational sind und sich fälschlicherweise für rational halten? Eigentlich wäre es doch sinnvoll, könnte man sagen, wäre adaptiv, wenn man mit einem Gehirn ausgestattet wäre, das einem immer die Wahrheit über die Welt vermittelt. Da müsste man doch eigentlich im Sinne der natürlichen Selektion am erfolgreichsten sein. Ist man aber nicht. Auch da wiederum gibt es eine riesige Literatur dazu, wie man sich das erklären kann. Ein sehr bekannter Erklärungsansatz ist das Fehlermanagement, die Fehlermanagement-Theorie. Da wird oft das Beispiel zitiert von dem Säbelzahntiger, der irgendwo im Busch vermutet wird von einem unserer Vorfahren. Der Vorfahre ergreift sofort die Flucht, weil er da eben Angst hat vor dem Säbelzahntiger. In Wirklichkeit handelt es sich vielleicht nur um einen Vogel oder einen Windstoß, der das Gebüsch zum Rascheln bringt. Rational wäre es vielleicht in dieser Situation, rational im epistemischen Sinne, nicht davon auszugehen, dass da ein Säbelzahntiger ist, weil es ein relativ seltenes Tier ist und sehr unwahrscheinlich, dass der da im Gebüsch sitzt. Viel wahrscheinlicher ist es, dass da einfach ein Vogel sitzt. Also das wäre sozusagen der Wahrscheinlichkeit nach rational gedacht. Der Vorfahre von uns verhält sich aber irrational, um einen kostspieligen Fehler zu vermeiden. Denn würde er fälschlicherweise sozusagen den Säbelzahntiger für einen harmlosen Vogel halten, dann hätte das für ihn möglicherweise sehr hohe Kosten. Und das kann man auf sehr viele dieser kognitiven Verzerrungen anwenden. Positive Illusionen, also sowas wie der Better-than-Average-Effekt, haben einen Nutzen für uns, sind adaptiv, das ist sehr gut nachgewiesen. Trifft auch ganz gut zum Beispiel auf dieses Beispiel mit dem Job-Interview zu, das ich Ihnen gesagt habe. Dann ein wichtiger Punkt ist, dass epistemische Rationalität, also wenn man sozusagen immer der Wahrheit auf den Grund gehen möchte, dass das eigentlich viel zu hohe Kosten hat. Ja, wenn ich ständig versuche, wirklich rauszufinden, was da draußen in der Welt Sache ist, dann, evolutionstheoretisch gesprochen, dann werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, mich zu reproduzieren. Das heißt, Gene, die dafür prädisponieren, die würden uns nicht sehr erfolgreich machen. Das heißt, wir eignen uns dann sogenannte Heuristics an, Heuristiken. Giga Renzer hat da viel drüber publiziert. Das sind so Faustregeln, die oft stimmen, meistens stimmen, sonst würde man sie nicht anwenden, aber oft eben auch nicht stimmen. Und das macht uns dann auch manchmal in unserem Denken und in unserem Verhalten irrational. Und dann gibt es soziale Gründe für epistemische Irrationalität. Das ist eigentlich auch sehr leicht nachvollziehbar. Auch wenn man das wieder so evolutionstheoretisch betrachtet, ist es vielleicht für das tägliche Überleben einer Person gar nicht so relevant, ob sie jetzt an eine bestimmte übernatürliche Kraft glaubt oder nicht, ob sie da hin und wieder mal ein Opfer bringt oder nicht. Viel relevanter ist es, ob diese Person dieselben Überzeugungen hat wie die soziale Gruppe. Ja, und das könnte bitter bestraft werden, wenn ich plötzlich sage, ich glaube aber nicht den Unsinn von dieser Gottheit, der ihr da immer opfert. Das könnte dazu führen, dass das Individuum aus der Gruppe ausgeschlossen wird und von Nahrungsressourcen und natürlich auch Reproduktionsmöglichkeiten ausgeschlossen wird. Das heißt, es gibt im evolutionstheoretischen Sinn schon viele gute Gründe, warum Irrationalität auch ein Stück weit adaptiv ist. Und ich finde, Stephen Stick, ein amerikanischer Evolutionspsychologe, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, natürliche Selektion interessiert sich nicht für die Wahrheit. Sie interessiert sich nur für Reproduktionserfolg. Und wenn Irrationalität Reproduktionserfolg bringt, dann setzt sie sich eben auch durch. Also, soweit zum Thema der Rationalitätsillusion. Einfach mal, um zu zeigen, viele unserer Überzeugungen sind irrational.
Das Kriterium der Irrationalität für wahnhafte Überzeugungen ist nicht gut geeignet, diese Unterscheidung zwischen wahnhaften und in Anführungsstrichen normalen Überzeugungen zu treffen. Und möglicherweise ist es eben auch gibt es diese Dichotomie, diesen kategorialen Unterschied. Vielleicht gibt es den auch gar nicht. Gut, lassen Sie mich jetzt im zweiten Teil auf die Frage zu sprechen kommen, wie Überzeugungen überhaupt in unseren Köpfen entstehen. Intuitiv teilen die meisten von uns, also ich gehe davon aus, dass es bei Ihnen auch so ist, bei mir ist es jedenfalls so, diese Intuition, die auch schon René Descartes hatte, nämlich dass die Welt irgendwie in unseren Kopf hineinprojiziert wird. So als wären da zwei Fenster oder zwei Videokameras, die irgendwie die Daten aufnehmen und dann irgendwie in unser Gehirn hineinprojizieren. Descartes hat sich das so vorgestellt, dass die Daten aus der Außenwelt hier über die Augen ins Gehirn projiziert würden und dann in der Zirbeldrüse, dem Corpus pineale, sozusagen in bewusste Denkinhalte verarbeitet werden. Also das Corpus pineale als der Sitz des Bewusstseins. Heute wissen wir, dass diese Annahme mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit falsch ist, denn das Corpus pineale macht nicht viel mehr als Melatonin zu produzieren. Aber das war seine Idee und ausgehend von dieser Projektion der Außenwelt in das Corpus pineale, in die Zirbeldrüse, würde dann ein Mensch sozusagen auch Entscheidungen treffen, Handlungen planen und so weiter. Das funktioniert aus vielerlei Gründen nicht, aus logischen Gründen. Ein Stichwort ist hier der infinite Regress. Das heißt, wenn die Realität auf die Zirbeldrüse projiziert würde, dann müsste sie ja dort auch wieder ausgelesen werden. Das heißt, da müsste man postulieren, dass es im Gehirn wieder irgendeine Instanz gibt, die vielleicht so in Form eines kleinen Homunculus da im Kopf sitzt und wieder ihrerseits eine Zirbeldrüse hat, in die diese Realität wieder hineinprojiziert wird und so weiter und so weiter und so weiter. Infinite Regress, man kommt eigentlich damit nicht zu einer Erklärung, wie dann die Wahrnehmung der Welt überhaupt entsteht. Auch neurowissenschaftlich, wie schon angedeutet, ist diese Erklärung, aber überhaupt diese Erklärung der Projektion der Welt in unser Gehirn nicht plausibel. Eine alternative Erklärung wurde erstmals zumindest in prominenter Form von Hermann von Helmholtz vorgeschlagen. Helmholtz kennen Sie vielleicht alle noch aus der Schule, die Helmholtz-Spule. Helmholtz war ein Physiker, der diese Spule auch erfunden hat. Er war aber auch, damals gab es noch so einen Universalgelehrter, er war auch Neurophysiologe. Sein erstes großes Werk, wirklich bedeutendes Werk, war das Handbuch der physiologischen Optik. Er hat sich viel mit Wahrnehmung beschäftigt, auch mit physiologischen Experimenten an Fröschen und anderen Tieren. Und er hat den Spieß eigentlich umgedreht. Er hat gesagt, das mit dieser Projektion der Realität ins Gehirn, das kann so nicht funktionieren. Er hat vielmehr die Idee gehabt, dass unser Gehirn eigentlich mit schon einer großen Menge an gespeicherten Vorwissen an die Daten rangeht, die ihm von den Sinnesorganen quasi zur Verfügung gestellt werden. Und er hat gesagt, dass das Gehirn aus den Daten, die von den Sinnesorganen registriert werden, zum Beispiel optische Sinnesreize auf der Netzhaut unserer Augen, dass das Gehirn von diesen Daten immer auf die wahrscheinlichsten Ursachen dieser Daten schließt. Das ist ein Prinzip, das man heute als Inferenz, also Englisch oder Lateinisch für ableiten, etwas schließen, verwendet. Also Wahrnehmung nicht als passiver Vorgang der Projektion, sondern als aktiver Vorgang der Inferenz. Das heißt, das Gehirn nutzt sein Vorwissen, ein inneres Modell der Welt, könnte man sagen, das sich aus dem Vorwissen, aus dem Gelernten speist, um die wahrscheinlichsten Ursachen aus den Daten abzuleiten. Das ist intuitiv nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber es gibt heute eigentlich schon umfangreiche Evidenz dafür, dass es ein deutlich besseres Modell ist. Ich möchte das einmal hier illustrieren, indem ich Ihnen dieses Avatar-Gesicht zeige, das sich jetzt umdreht. Sie haben es vielleicht alle gesehen. Machen wir es noch einmal, weil es so schön ist. Hier ist es noch nach rechts außen gewölbt und jetzt dreht es sich, wölbt es sich raus. Also es ist eine Maske und es funktioniert nicht nur mit einer 2D-Projektion, das ist auch kein Animationstrick, das funktioniert auch mit dreidimensionalen Masken oder Larven hier in Basel vielleicht auch. Das heißt, wenn Sie da von hinten reinschauen unter konstanten Beleuchtungsbedingungen, dann wird sich diese
diese Maske in ihrer Wahrnehmung nach außen wölben. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für dieses Prinzip der Inferenz, denn hier ist es ganz offensichtlich so, dass nicht die Welt so, wie sie ist, in unser Gehirn hineinprojiziert wird, sondern wir haben hier eigentlich eine falsche Wahrnehmung, es ist eine visuelle Illusion, die dadurch entsteht, dass eben unser Gehirn ein Modell davon hat, wie die Welt da draußen ist. Da kommen ganz viele Gesichter, die nach außen gewölbt sind, vor und eigentlich nie Gesichter, die nach innen gewölbt sind. Und es nutzt dieses Modell, dieses Vorwissen, um die vorhandenen Daten zu interpretieren, um daraus die wahrscheinlichste Ursache abzuleiten und kommt halt in diesem Fall zu einem falschen Schluss. Heute würde man das so formulieren, dass das Bild der Welt in unserem Kopf durch sozusagen einen Abgleich von Vorhersagen oder Vorannahmen mit den Sinnesdaten funktioniert. Vorhersagen aus dem Modell, das wir von der oder der Theorie, die wir über die Welt haben oder das unser Gehirn von der Welt hat, da würde man auch von einem Top-Down Einfluss sprechen, also von oben herab. Unser Gehirn stülpt den Daten sozusagen von oben herab sein Vorwissen über. Im Abgleich mit den Sinnesdaten, also bottom-up, das sozusagen, was von unten von den Sinnesorganen reinkommt. Und daraus entsteht dann sowas wie, ich finde den englischen Begriff hier sehr griffig, ein Best Guess, also eine bestmögliche Einschätzung darüber, wie der Zustand der Welt da draußen ist. Und das ist wichtig, das ist ein Best Guess, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität, deswegen können wir auch nie sagen, was eigentlich die Wahrheit oder die Realität ist. Es ist immer ein Best Guess, es ist immer so eine Art bestmögliche Hypothese, die wir darüber haben, auch wenn wir uns in unserer Wahrnehmung oder unseren Überzeugungen sehr sicher sind. Und Sie können sich vorstellen, dass es natürlich relevant ist, in welchem Gleichgewicht diese Vorhersagen mit den Sinnesdaten sich befinden, also top-down mit bottom-up. Dieses Gleichgewicht unterliegt einer sehr feinen Regulation. Das geht auch manchmal in die eine oder die andere Richtung. Manchmal haben wir zum Beispiel einfach wenig Sinnesdaten. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nachts zur Toilette in Ihrer eigenen Wohnung. Da kennen Sie sich gut aus. Sie haben ein klares Modell im Kopf, wie diese Wohnung aussieht. Manchmal haben Sie auch eine Überraschung, wenn Ihr Sohn das Skateboard vielleicht gerade hat liegen lassen oder so. Aber im Wesentlichen brauchen Sie die Sinnesdaten da kaum. Sie können da quasi mit dem Modell, das Sie im Kopf haben, durch diese Wohnung navigieren. Das heißt, Sie legen da sehr starkes Gewicht auf die Top-Down-Informationen, auf die Vorhersagen, die Sie ohnehin schon haben. Andere Situation, in der physiologischerweise das Umgekehrte passiert, ist zum Beispiel Stress. Stress führt zu, man nennt das physiologisch Arousal, ja, also zu einer Erregungsreaktion, die damit einhergeht, dass, wenn man so will, das Gehirn die Ohren spitzt. Ja, es ist auch, macht auch Sinn, wenn ich in einer stressigen Situation bin, das bedeutet immer, da ist potenzielle Gefahr. Ich muss mich vorbereiten darauf, dass vielleicht was Unerwartetes, Gefährliches passiert. Das heißt, in der Situation ist es vielleicht gut, mich mehr auf die eingehenden Daten zu fokussieren, denen mehr Gewicht zu verleihen, damit ich nichts Überraschendes und möglicherweise Gefährliches übersehe. Ich erkläre Ihnen deswegen so ausführlich dieses Modell, weil es für das Verständnis von Psychosen relevant ist, wie Sie sich vielleicht denken können. Wie ist es nun bei Psychosen? Ich hätte Sie jetzt raten und diskutieren lassen können, aber wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit und können es vielleicht auch später noch kurz diskutieren. Es ist relativ klar, dass bei Menschen, die zu Psychosen neigen oder an Psychosen erkranken, dieses Gleichgewicht in die Richtung verschoben ist, wie es auch bei Stress verschoben ist. Das heißt, die sensorischen Daten, die Bottom-up-Informationen bekommen zu viel Gewicht. Sehr schönes Beispiel anhand dessen, was Sie heute schon selbst mit eigenen Augen gesehen haben, diese Hohlmaskenillusion. Dafür sind Menschen mit Schizophrenie weniger stark empfänglich. Anders ausgedrückt, Menschen, die eine Schizophrenie oder Psychose haben, die können, wenn man so will, besser das hohle Gesicht sehen. Könnte man sagen, ja, das ist ja eigentlich mal ganz interessant, dass Menschen mit einer Psychose auch etwas besser können. Ja, sie können hier die Reize besser abbilden, aber im Sinne dieses Inferenzprinzips ist es deswegen interessant, weil es ja zeigt, dass Menschen mit einer Psychose, die das innere Modell, nämlich dass Gesichter nach außen gewölbt sind, weniger stark nutzen und deswegen sozusagen Gesichter auch als hohl wahrnehmen können. Und ich möchte jetzt nicht mit diesen ganzen anderen Befunden, die es dafür gibt, aber es gibt eine ganze Reihe langweilen. Aber das ist so ein Modell, das nicht nur sozusagen in der Theorie existiert, sondern für das wir auch relativ viele empirische Belege mittlerweile haben. Manche von Ihnen schauen jetzt nachdenklich, und zwar zu Recht, denn man könnte ja auch das Gegenteil vermuten. Also jemand, der zum Beispiel einen ausgeprägten Wahn hat, das ist doch jemand, der sieht die Welt so, wie er sie sich vorstellt und nicht, wie sie wirklich ist. Da könnte man sagen, ja, der hat doch viel mehr Gewicht auf den Top-Down-Informationen.
Das kann schon auch eine Rolle spielen, aber das ist dann vielleicht eher ein, sozusagen eine Art Kompensation für das, was hier passiert. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Modell dafür, wie man sich auch die Entstehung von Wahn erklären kann, nämlich folgendermaßen. Wenn die sensorische Information, die Bottom-up-Information, zu viel Gewicht hat, ja, in diesem Abgleich zu stark gewichtet wird, dann werden den sensorischen Reizen, ja, wird den sensorischen Reizen zu viel Bedeutung beigemessen. Das führt dazu, dass sie als übermäßig auffällig wahrgenommen werden und mit Bedeutung aufgeladen werden. Das nennt man mit dem Fachbegriff aberrante Salienz. Ich erinnere mich an einen Patienten, der im Untersuchungszimmer saß und da war draußen die Straße und dann fuhr ein schwarzes Auto vorbei und er sagte, Moment mal, mit dem Auto stimmt was nicht. Und ich habe gesagt, wieso, das ist ein ganz normales schwarzes Auto. Nein, das ist irgendwie komisch. Mit diesem Auto stimmt was nicht. Okay, was schließen Sie daraus? Ich glaube, die wollen mir ein Zeichen senden. Sie wissen, dass ich hier drin bin. Und das ist, finde ich, ein ganz typisches Beispiel. Das hört man oder oft, wenn man danach fragt, bei Menschen, die eine beginnende Psychose haben, dass Reize als auffällig wahrgenommen werden, ohne dass man sich's erklären kann. Und das bringt einen, ja, förmlich in eine Erklärungsnot, ständig diese Auffälligkeit, ständig ist da irgendwas, was ich mir nicht erklären kann. Und das, finde ich, wiederum ist eine plausible Grundlage dafür, wie dann auch bizarre Erklärungen entstehen können, die diese ganze Auffälligkeit irgendwie unter einen Hut bringen. Und so entstehen dann, ja, wenn sich diese Erklärungen dann vielleicht auch verfestigen, ich führe alles darauf zurück, dass meine Verfolger mir irgendwie Zeichen geben wollen zum Beispiel, das kann dann dazu führen, dass eben Wahn entsteht und das ist auch eine Erklärung dafür, wie Halluzinationen entstehen können, aber das will ich jetzt nicht im Detail diskutieren. Möglicherweise, und da kommen wir noch dazu, ist das auch eine gute Erklärung für andere irrationale Überzeugungen. Also das ist mir ganz wichtig, dass Sie dieses Prinzip gut verstehen. Ja? Sensorische Informationen werden zu stark gewichtet, dadurch werden Sinnesreize, Außenreize übermäßig auffällig wahrgenommen und dadurch kommt man, das verunsichert, dadurch kommt man in Erklärungsnot und man findet dann irgendwelche Erklärungen. Hauptsache, sie reduzieren diese Unsicherheit, reduzieren diese Erklärungsnot. Und das Interessante ist, dass dieser Mechanismus etwas ist, der nicht nur sozusagen bei Patientinnen und Patienten mit Psychosen beobachtet werden kann. Eine Theorie, die so in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel Fahrt aufgenommen hat, sehr populär wurde und viel diskutiert wurde, ist die Idee von Psychosen als ein Kontinuum. Da gab es große epidemiologische Untersuchungen. Jim van Os aus den Niederlanden hat da riesige Studien dazu gemacht, die letztlich zu dem Befund kamen, dass eben psychotisches Erleben, wahnhaftes Denken, Halluzinationen gar nicht auf Menschen beschränkt ist, die sozusagen irgendwann mal bei einem Psychiater oder einer Psychiaterin auftauchen, sondern dass in der gesunden Bevölkerung auch häufig solche Erlebnisse berichtet werden. Vielleicht nicht in großer Regelmäßigkeit, aber bei manchen immer mal wieder. Es gibt sogar Menschen, die ihre eigenen Halluzinationen kultivieren. Auf Englisch heißen die Psychics oder Voice Hearers, die betrachten es dann auch nicht als eine Störung oder ein Symptom, so wie wir das oft dann pathologisierend darstellen, zumindest aus psychiatrischer Sicht, sondern sagen, es ist eine besondere Gabe. Ich kann Dinge hören, die andere nicht hören können. Und so sind also solche psychotischen Symptome auch in vielleicht abgeschwächter Form bei einer großen Menge von Menschen auch vorhanden, werden berichtet, sodass man zu dieser Idee gekommen ist, dass es eine Neigung zur Psychose gibt oder zu psychotischem Erleben, die so relativ kontinuierlich in der Gesamtbevölkerung verteilt ist. Und nur wenn sie sehr stark ausgeprägt ist und wenn dann vielleicht noch zusätzliche Faktoren hinzukommen, vielleicht Drogenkonsum, vielleicht besonderer Stress oder andere Faktoren, dann wird auch eine psychotische Erkrankung daraus. Und ich erwähne es deswegen jetzt im Zusammenhang mit diesem neurowissenschaftlichen Erklärungsansatz, denn
Das Interessante ist, dass Gesunde mit Psychosenneigung ganz ähnliche Veränderungen der Inferenzmechanismen, also zum Beispiel mit dieser Hohlgesichtsillusion oder anderen, anderen experimentellen Ansätzen zeigen. Also dass sie Veränderungen dieser Inferenzmechanismen zeigen, die eigentlich sehr ähnlich sind oder in dieselbe Richtung gehen, wie die Veränderungen, die man bei psychotisch erkrankten Menschen sieht. Was auf der experimentellen, teilweise auch neurowissenschaftlichen Ebene sozusagen diese Idee unterstützt, dass es tatsächlich eher so ein mehr oder weniger an Psychose-Neigung gibt und nicht einen kategorialen Unterschied zwischen Menschen, die psychotisch schizophren sind auf der einen Seite und denen, die gesund sind auf der anderen Seite. Und kommen wir zum dritten Teil, dann haben Sie es auch bald geschafft, zu der Frage, wie können wir dann eigentlich zwischen normal und verrückt, ich setze es hier unbedingt in Anführungsstrichen, weil es gerade verrückt auch so einen etwas negativen Beigeschmack hat, aber es ist eben ein Wort, das häufig verwendet wird. Wie unterscheiden wir? Wann können wir tatsächlich sagen, jemand ist verrückt oder hat eine psychotische Erkrankung und wann nicht? Und das möchte ich nochmal anhand des Themas Verschwörungsglaube diskutieren, weil man auch häufig gelesen hat, diese ganzen Verschwörungsgläubigen, die da jetzt in der Pandemie denken, dass Bill Gates an allem schuld ist und so weiter, die sind doch alle verrückt, die leiden doch an einem Wahn. Kann man das sagen? Also ein Argument dagegen ist allein schon mal die Häufigkeit von Verschwörungsideen und Verschwörungsglaube. 50% der amerikanischen Bevölkerung haben in einer riesigen Studie angegeben, mindestens an eine Verschwörungserzählung zu glauben. Da hat man natürlich nicht gefragt, glauben Sie an eine Verschwörungserzählung, sonst würden natürlich die meisten mit Nein antworten. Man hat es natürlich indirekt gefragt. Und zum Beispiel mit solchen Fragen wie aus dieser deutschen Erhebung hier, wo ein Drittel der deutschen Bevölkerung angegeben hat, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten dahinterstehender Mächte seien. Beliebter Kandidat auch heute noch eine jüdische Weltverschwörung. Sie kennen vielleicht diese Geschichte von den Protokollen der Weisen von Zion. Also es ist eine sehr virulente Verschwörungserzählung, die auch heute noch häufig herangezogen wird. Also ein Drittel in Deutschland, in der Schweiz ist es übrigens interessanterweise so, dass während der Pandemie der Verschwörungsglaube etwas zurückgegangen ist. Da gab es eine interessante Studie von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die haben 2018 vor der Pandemie so eine Befragung gemacht. Da haben 36% der Befragten angegeben, an eine Verschwörungserzählung zu glauben. Und überraschenderweise war es 2021 so, dass es nur noch um die 30% waren. Ich glaube sogar 29, also deutlich zurückgegangen, entgegen dieser landläufigen Meinung, dass die Pandemie Verschwörungsglauben erst so richtig hervorgebracht hat. Was es für Erklärungen dafür gibt, das ist nochmal eine andere Frage. Aber mein Punkt hier ist eigentlich, Verschwörungsglaube ist was extrem Häufiges, eine Form einer irrationalen Überzeugung, die eigentlich normal ist, wenn bis zu 50% der gesunden Bevölkerung solche Überzeugungen hegen, dann kann man das nicht als pathologisch bezeichnen. Wenn man jetzt sich anschaut, gibt es irgendwie Unterschiede zwischen wahnhaftem Denken, zwischen Wahn, insbesondere paranoiden Wahn, also so Verfolgungsideen und diesem typischen Verschwörungsglauben. Das ist eine sehr schöne Untersuchung hier von Imhoff und Lamberti, die dazu die Literatur sich angeschaut haben, aber auch eine eigene Studie gemacht haben. Und was sie rausgearbeitet haben, ist hier in so einer kleinen Tabelle dargestellt. Bei Paranoia, also stellvertretend für Wahn, das ist alles bei Gesunden gemacht, aber Paranoia ist sozusagen eine abgeschwächte Form eines Verfolgungswahns, könnte man sagen. Bei Paranoia nimmt man eine Bedrohung durch bestimmte Personen oder generell die anderen an, wohingegen bei Verschwörungsglaube im Wesentlichen die Bedrohung immer durch eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe vermutet wird, zum Beispiel durch die Eliten oder die Juden oder eben andere Gruppen, die Politiker. Dann ist es bei der Paranoia so, dass sie sich eigentlich immer auf einen selbst bezieht. Die wollen mir an den Kragen. Beim Verschwörungsglauben ist es eigentlich immer in Bezug auf die Allgemeinheit. Also die wollen den kleinen Mann für blöd verkaufen zum Beispiel.
Und dann ist ja häufig mit solchen Ideen auch ein gewisser Kontrollverlust verbunden. Und bei der Paranoia ist es typischerweise ein Kontrollverlust in Bezug auf das persönliche Umfeld. Ich kann den Leuten nicht mehr trauen. Ich weiß nicht, ob die mir vielleicht Böses wollen. Und beim Verschwörungsglauben ist es eben typischerweise größer gedacht. Da geht es um Kontrollverlust in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse, sodass die AutorInnen hier das so formuliert haben, finde ich es eigentlich sehr gut zusammengefasst. In der Welt sich paranoider Menschen haben alle anderen es auf sie abgesehen. Und es ist auch typischerweise das, was man eben bei pathologischen Wahnformen eher beobachtet. Während in den Augen von Verschwörungsgläubigen wenige mächtige Menschen es auf alle anderen abgesehen haben. Also da gibt es wirklich systematische Unterschiede, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Allein schon, wenn man das so sich epidemiologisch anschaut, gibt es eine starke Korrelation, einen korrelativen Zusammenhang zwischen einer Wahnneigung bei Gesunden, also dass Menschen eben so dazu neigen, paranoide Ideen zu haben, und zum Beispiel hier in dieser Studie der Angabe in so einem neu entwickelten Fragebogen, irgendwelche Covid-bezogenen Verschwörungstheorien anzunehmen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die eigentlich immer dasselbe zeigen, dass es nämlich eine Korrelation zwischen Verschwörungsglaube und paranoidem, wahnhaften Denken gibt. Es gibt auch Untersuchungen zum Beispiel zu Menschen mit klinisch manifesten Psychosen, bei Menschen, bei denen eine Schizophrenie diagnostiziert wurde. Bei diesen Menschen gibt es auch eine höhere Prävalenz von Verschwörungsglaube. Also das häufig ist, vermischt sich das dann auch so ein bisschen. Also ja, man kann Unterschiede feststellen, deswegen machen wir vielleicht auch unterschiedliche Kategorien draus, wenn wir darüber sprechen, aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten, und gerade zum Beispiel in dieser Studie, die ich hier zitiert habe von AK und Kollegen, wurde auch ein Experiment gemacht, zum Beispiel zu der Frage, wie leicht man sich von einmal gefassten Überzeugungen oder Erklärungsmodellen lösen kann. Und da wurde auch gezeigt, dass es sowohl mit der Wahnneigung als auch mit dem Verschwörungsglauben korreliert ist. Das heißt, möglicherweise gibt es da auch so ähnliche zugrunde liegende Mechanismen oder einen gemeinsamen Nenner. Und das möchte ich auch hier nochmal, das ist aber jetzt rein spekulativ, muss ich Ihnen sagen, das kann ich überhaupt nicht beweisen, aber ich finde, es zumindest hat eine gewisse Plausibilität. Ich finde, dass man schon Verschwörungsglaube als eine Form einer normalen irrationalen Überzeugung und Wahn sich auf eine ähnliche Weise erklären kann. Bei beiden Formen von epistemischer Irrationalität kann man sich das als eine Reaktion auf eine Verunsicherung erklären. Beim Wahn, ja, beim pathologischen Wahn, wenn man so will, wäre das das Phänomen der aberranten Salienz, die zu starke Gewichtung von sensorischen Daten, wie ich es Ihnen erklärt habe. Aber diese Verunsicherung kann natürlich auch durch äußere Ereignisse entstehen, durch besondere Belastungen, durch besondere politische Umstände, Krisensituationen und so weiter, durch Stress. Habe ich ja auch schon erwähnt, dass Stress auch sozusagen die Gewichtung der sensorischen Daten verstärkt. Also möglicherweise haben diese Formen von irrationalen Überzeugungen eben gemeinsam, dass sie eine Reaktion auf eine Verunsicherung sind, auf eine Erklärungsnot, die entsteht durch diese Verunsicherung, also ein Versuch, Unerklärliches erklärbar zu machen. Ein Kollege aus Yale, aus den USA und seine Mitarbeiterin haben das, finde ich, mit dieser Formulierung ja sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, Wahn und möglicherweise eben auch andere irrationale Überzeugungen können, und das ist jetzt wichtig, den Umgang mit einer als überwältigend erlebten Welt und ein Funktionieren im Angesicht lähmender Unsicherheit ermöglichen. Und ich finde das einen interessanten Blick auf Wahn, ja, einen eben auch wieder entpathologisierenden Blick. Man kommt durch bestimmte Umstände, dadurch, wie das Gehirn, wie die Wahrnehmung funktioniert, in eine Erklärungsnot, die verunsichert, die Stress auslöst, die den Zustand vielleicht unerträglich macht. Und dafür eine Erklärung zu finden, kann entlastend sein, selbst wenn diese Erklärung ihrerseits wieder auch eine ganz schön Stress auslösen kann. Ja? Aber das ist natürlich auch ein Grund dafür oder kann ein Grund dafür sein, warum man dann so gern an diesen irrationalen Erklärungen festhält. Denn sie haben diesen entlastenden Effekt, und sie wieder herzugeben hat hohe Kosten. Hier ist ein Beispiel aus dem wegweisenden Buch von Josef Conrad, der einen Patienten mit Psychose beschreibt,
den er damit konfrontierte, dass seine Überzeugung, dass seine Vorgesetzten ihn auf die Probe stellen wollen und deswegen alles sozusagen wie, auf Englisch sagt man gestaged, gestellt haben für ihn. Ja, das Fahrrad, das da am Wegesrand steht, das gehört da gar nicht hin, das haben die da hingestellt, um mich auf die Probe zu stellen, ob ich das sehe und so weiter. Also er wurde damit konfrontiert, dass diese Wahrnehmung, diese Überzeugung Ausdruck einer Erkrankung sein könnten. Und er hat gesagt, nein, nein, ich will diesen Gedanken gar nicht aufgeben. Ich will mich nicht wieder in diese furchtbaren Zweifel stürzen. Ja? Also hier Wahn als eine Entlastung von furchtbaren Zweifeln. Und interessant, das ist von dieser berühmten UFO-Sekte in den 50er Jahren, die Details sind egal, aber ein Anhänger einer UFO-Sekte, die vorausgesagt hat, dass an einem bestimmten Tag irgendwann im Dezember ein UFO kommen würde und sie abholen, um sie vor einer Katastrophe auf der Welt zu retten. Die wurden dann danach befragt, als natürlich das UFO nicht gekommen war, ob sie denn jetzt glauben, dass diese Überzeugung falsch war. Und manche sind von ihrer Überzeugung abgerückt, die meisten hielten aber fest und fanden andere Erklärungen. Und einer hat eben gesagt, ich kann es mir nicht leisten zu zweifeln. Ich muss glauben. Denn offenbar hatte dieser Glaube, hatte diese Überzeugung für ihn eine Wirkung, die ihn irgendwie geschützt hat vor anderen Dingen. Und ich finde diese Parallele eigentlich frappierend, ja, dass sozusagen die Aufgabe einer solchen offensichtlich irrationalen Überzeugung, falschen Überzeugung, soweit wir es sagen können, mit großen Kosten verbunden ist. Man will das nicht aufgeben. Und das bringt uns jetzt schon fast zum Schluss. Ah, das ist toll. In der Schweiz hat man sogar als Redner hier eine Uhr auf dem Tisch stehen. Großartig. Also wir haben noch 5 Minuten Zeit oder 10, um jetzt langsam zu den Schlussfolgerungen zu kommen. Ich finde, dieser Effekt von Wahn oder man könnte allgemeiner sagen, überhaupt von Überzeugungen, dass sie uns nämlich eine Erklärung für das bieten, was wir erleben, macht es fast notwendig, dass eben Überzeugungen und auch wahnhafte Überzeugungen relativ unerschütterlich sind. Ja? Und ich würde behaupten, und der Duden sagt das ja auch, Unerschütterlichkeit ist eigentlich eine generelle Eigenschaft von Überzeugungen, ist kein gutes Kriterium und schon gar kein Alleinstellungsmerkmal für psychotische, wahnhafte Überzeugungen. Und man könnte sagen, auch das wieder ist sozusagen meine eigene Spekulation, je größer die Erklärungsnot, sei es durch den pathologischen Mechanismus der aberranten Salienz oder sei es durch politische Umstände oder sonst was, je größer die Erklärungsnot, desto unerschütterlicher wird die Überzeugung, weil es eben dann auch so große Kosten hätte, man will sich nicht wieder in die furchtbaren Zweifel zurückstürzen und so weiter. Und ich finde, man kann es auch, um nochmal auf die evolutionstheoretischen Erklärungen zurückzukommen, in Anbetracht der Funktion, die Überzeugungen für uns haben, ganz gut erklären. Denn Überzeugungen sind dazu da, dass wir uns die Welt erklären können, dass wir uns ein übergeordnetes, man könnte sagen, ein Big Picture der Welt machen, dass wir einordnen können, was wir tagtäglich erleben. Wenn nun diese Überzeugungen mit jedem neuen Datenpunkt, der vielleicht dagegen spricht, sofort über den Haufen geworfen würden, geändert werden wie ein Fähnchen im Wind, dann wären sie halt auch nichts wert, dann könnten sie ihren Zweck nicht erfüllen. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon adaptiv, sonst wäre es vermutlich auch nicht so, dass wir so fest überzeugt sind von unseren Überzeugungen. Aber, und das ist jetzt, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, das ist fast so ein bisschen wie eine Quadratur des Kreises, trotzdem können wir natürlich als auf der anderen Seite ja auch wieder so ein bisschen vernunftbegabte Wesen einsehen, wenn wir versuchen, das zu verstehen, wie Überzeugungen zustande kommen, dass Überzeugungen eben doch immer nur Hypothesen sind. Sie sind wie alles, was zu unserem Bild der Welt gehört, ein Best Guess darüber, was da draußen und mit uns in dieser Welt los ist. Es sind Hypothesen. Und Hypothesen können immer falsifiziert werden. Das ist das Wesen von Hypothesen und dasselbe gilt auch für alle unsere Überzeugungen. Und ich glaube, diese Haltung ist hilfreich, auch wenn es evolutionstheoretisch betrachtet, adaptiv ist, feste Überzeugungen zu haben, ist hilfreich vor allem dann, wenn unsere Überzeugungen aufeinanderprallen. Ja? Wenn wir Menschen begegnen, die eben andere Überzeugungen haben, statt sie für verrückt zu erklären, ist es, glaube ich, sinnvoll, sich zu überlegen, ja, okay, seine oder ihre Hypothesen sind Überzeugungen sind Hypothesen, meine allerdings auch. Das heißt, es ist vielleicht dann im Zweifelsfall immer auch sinnvoll, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, naja, gut, vielleicht sollte ich auch meine eigenen Überzeugungen noch mal hinterfragen.
bevor ich immer nur die des anderen hinterfrage oder ihn sofort komplett oder sie komplett ablehne. Also, wir brauchen, Quadratur des Kreises, einen rationalen Umgang mit unserer eigenen Irrationalität. Aber um jetzt nochmal zur Psychose zurückzukommen, das ist jetzt was, was wirklich für uns alle gilt, aber natürlich auch für den Umgang mit Menschen, die an Psychosen erkrankt sind, könnte man dann sagen, dass diese Neigung, wenn sie so kontinuierlich in der Bevölkerung verteilt ist, auch adaptiv ist? Und ich würde sagen, ja, evolutionstheoretisch betrachtet hat wahrscheinlich eine gewisse Neigung zu Wahn auch einen Vorteil für die individuelle Fitness im Sinne der natürlichen Selektion. Und da gibt es auch ganz gute Daten dazu. Also man kann sich das so zurechtreimen, und das ist wirklich nur ein Zurechtreimen, dass eben Menschen, die etwas paranoid sind, die zu Wahn neigen, einfach wachsamer sind, sensibel für Ungereimtheiten, besser sind im assoziativen Denken, connecting the dots, auch kreativer sind. Und das ist wirklich spannend. Es gab vor ein paar Jahren eine große Studie, die untersucht hat, ob das Risiko, das genetische Risikoprofil für Schizophrenie mit den Berufen irgendwie korreliert, in denen Leute arbeiten. Und da wurde ein signifikanter Zusammenhang festgestellt zwischen dem genetischen Risikoprofil für Schizophrenie und der Tätigkeit in kreativen Berufen. Das ist schon spannend. Man muss aufpassen, dass man da nicht so sagt, naja, okay, Genie und Wahnsinn. So, es ist alles nicht so einfach, aber es ist zumindest, finde ich, eine ganz gute Erklärung dafür, warum sich eigentlich diese Gene, die sozusagen für Wahn prädisponieren, sich auch durchgesetzt haben, weil sie eben auch Eigenschaften mit sich bringen, die adaptiv sind. Also man könnte sagen mit Shakespeare, Psychose ist too much of a good thing, aber Vorsicht, good im Sinne der natürlichen Selektion. Das heißt nicht, dass wir das gut finden müssen. Wir sollten nicht diesen Sein-Sollen-Fehlschluss machen oder den naturalistischen Fehlschluss. Nur weil wir etwas naturwissenschaftlich erklären können, ist es auch gut so, dass es so ist. Das wäre schrecklich, wenn wir das machen würden. Aber im Sinne der natürlichen Selektion ist möglicherweise tatsächlich eine Neigung zu irrationalem oder sogar wahnhaftem Denken eben too much of a good thing, zu viel des Guten. Und wenn es eben zu viel ist, dann prädisponiert es eben auch für psychotische Erkrankungen. Ja, und das ist jetzt eigentlich meine wichtigste Schlussfolgerung. Also ich denke, dass der Versuch, die Funktion von Wahn aus so einer neurowissenschaftlichen Perspektive zu erklären, helfen kann, Wahn auch ein Stück weit zu normalisieren, zu sagen, ja, das ist eigentlich eine ganz normale Reaktion auf das, was jemand gerade erlebt. Und ich denke, dass über diese Normalisierung auch zur Entstigmatisierung von Psychosen beigetragen werden kann. Ich behaupte das jetzt mal, es ist eine Hypothese, die ich aufstelle, von der ich so mittelfest überzeugt bin. Ich würde sie gerne mal testen. Dazu müsste man so ein Modell entwickeln, das man dann Leuten präsentiert. Wir können jetzt auch eine Abstimmung machen, das wäre die erste Pilotstudie sozusagen, aber machen wir nicht. Ja, kann man natürlich wissenschaftlich untersuchen, ob so ein Erklärungsansatz hilfreich ist, auch vielleicht Selbststigmatisierung reduziert, aber so weit sind wir noch nicht. Und ein Punkt ist mir noch mal ganz wichtig, ein K-Wert. Auch wenn wir sozusagen diese entpathologisierende, normalisierende Sicht einnehmen, auf welcher Grundlage auch immer, sie sollte nicht dazu führen, dass wir psychotisches Erleben und psychotische Erkrankungen verharmlosen. Mein geschätzter Kollege Steffen Moritz aus Hamburg hat mal diesen Begriff verwendet, das hat mir gefallen. Wir sollten keine Kumpelpsychiatrie betreiben, so in dem Sinne, ja, wir sind ja alle ein bisschen verrückt, ist schon gut. So, sondern wir sollten das natürlich ernst nehmen und sozusagen die Psychose dadurch nicht irgendwie verniedlichen oder nicht mehr ernst nehmen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem wunderbaren Buch Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. Da sagt die Isa ganz am Anfang des Buches, Sie brauchen nur die erste Seite zu lesen, dann finden Sie es schon. Isa ist eine Figur, die gerade sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert. Das wird nämlich häufig verwechselt. Und damit möchte ich schließen, aber nicht ohne noch Reklame gemacht zu haben. Franziska Rabenschlag hat es schon erwähnt, dass ich zu dem Thema auch ein Buch geschrieben habe und wenn Sie es interessiert, vielleicht haben Sie ja Lust reinzuschauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben. Vielen Dank. Es ist
wenn du näher rangehst, vielleicht? Jetzt, danke. Vielen Dank, Philipp. Es ist ein Vergnügen, dir zuzuhören, also für mich wenigstens. Und wir hätten noch 3 Minuten für Zeit. Ach so, ich dachte, es geht bis 8:30, deswegen habe ich jetzt 1 Stunde geredet, dann haben wir noch 1/2 Stunde Zeit für Fragen. Aber wenn wir sehen, also bitte. Verschwenden wir die Zeit nicht damit, ja. Ja, also in dieses Detail bin ich jetzt nicht gegangen, aber wir nehmen an, dass 2 wichtige Botenstoffsysteme hauptsächlich eine Rolle spielen. Das ist zum einen das Glutamat, der wichtigste erregende Botenstoff im Gehirn, und zum anderen das Dopamin. Das ist eigentlich kein Neurotransmitter, also kein Botenstoff, sondern ein Neuromodulator, sowas wie ein Lautstärkeregler. Und gerade für das Dopamin ist es sehr gut belegt, dass sozusagen quasi, wenn man zu viel Dopamin hat, und dafür gibt es Belege, auch bei Schizophrenie zum Beispiel, dass dann quasi der Lautstärkeregler zu stark hochgedreht ist und dass das eine Grundlage für dieses Erleben von aberranter Salienz ist. Also ich glaube persönlich, aber das ist auch wieder sehr dünnes Eis, dass Serotonin eine ganz wesentliche Rolle spielt, aber wir wissen zu wenig darüber. Ja, aber viele Antipsychotika, fast alle, bis auf eines, die heute gebräuchlich sind, wirken auch antagonistisch an Serotoninrezeptoren. Deswegen ist anzunehmen, dass Serotonin auch eine wichtige Rolle spielt, aber das müssen wir noch erforschen. Glutamat. Ist es das Glutamat, was man wirklich in diesen, was weiß ich, schlechten chinesischen Restaurants am Essen kriegt? Oder was ist die Frage? Die Frage war, ich wiederhole sie für den Livestream, ob Glutamat auch dasselbe ist in den schlechten chinesischen Speisen oder in den chinesischen Speisen. Ich wollte das nur wissen, das ist das Glutamat. Puh, also da haben Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Also vielleicht ist es glaube ich, Glutamat irgendwas noch. Das ist so eine. Ja, aber ich nehme mal an, allen, dass das Glutamat, das in diesem Glutamat drinsteckt, dasselbe ist wie der Neurotransmitter. Ja. Dann waren da hinten 2 Fragen und ich möchte noch kurz sagen, natürlich haben wir bis 7:30 Zeit. Also wir haben genug Zeit. 8:30 Zeit. Wir haben wirklich Zeit für Fragen. Gut, können wir so ein bisschen entspannen. Ja. Sie zuerst und dann Sie. Ich habe eine laute Stimme. Glauben Sie, also jetzt bei den Verschwörungstheorien und was hat damit zusammenhängen, könnte es auch mit Sozialisation zusammenhängen? Wenn nur ein Drittel in Europa, also in Deutschland und Schweiz und 50% in Amerika. Und in der Korrelation von den Ich verstehe ganz genau, was Sie meinen. Also die Frage war, könnte die Häufigkeit von Verschwörungsglauben mit der Sozialisation zusammenhängen? Ja. Also wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Diese unterschiedlichen Befunde können auch damit zusammenhängen, dass die Fragen unterschiedlich gestellt wurden und auch, dass es dann wiederum vielleicht unterschiedliche, also kulturell bedingt unterschiedliches Verständnis derselben Fragen gibt. Was zum Beispiel relativ gut untersucht wurde, ist die Frage, ob zum Beispiel Länder, in denen religiöser Glaube stärker verbreitet ist, ob es da eine stärkere Neigung zu Verschwörungsglaube gibt, was man ja vielleicht annehmen könnte, aber das ist eindeutig nicht der Fall. Ja. Was halten Sie von der These, dass der Glaube oder Glaube im Generellen, auch im theologischen Sinn, das gleiche ist wie Einbildung? Naja, das wäre eigentlich eine radikal konstruktivistische oder solipsistische These, wenn man so will. Ja, also das Einbildung würde ja bedeuten, dass alles, was ich glaube, ein reines Hirngespinst ist. Ich finde da den Ausspruch eines bekannten Hirnforschers Chris Frith sehr hilfreich. Er sagt, unsere Wahrnehmung und auch unser Glaube, ja, ist eine Fantasie, die mit der Realität im Einklang steht. Sie wissen jetzt, dass das mit dem Einklang so ein bisschen in Anführungsstrichen zu setzen ist, aber was er damit meint, es ist eine Fantasie, ja, es ist etwas wie eine Einbildung, etwas, das im Kopf entsteht, aber es findet eben immer statt in diesem Abgleich mit den Daten, die von unseren Sinnesorganen geliefert werden. Das heißt, es ist keine reine Einbildung, aber eine Einbildung, die durch einen Abgleich mit Sinnesinformationen stattfindet. Deswegen würde ich sagen, reine Einbildung, das würde ich verneinen. Ja. Aber wir kommen da sehr ans Philosophische und da bin ich kein Fachmann.
Sie und dann komme ich zurück. Ich wollte gerne fragen, wie werden denn Menschen mit einer diagnostizierten Psychose behandelt? Mit Medikamenten oder wie? Wo ist da die Grenze dann zwischen Normalität und Wahn? Ja, vielen Dank für die Frage. Also wie werden Menschen mit Psychosen behandelt? Lange Zeit war die Lehrmeinung, dass man Menschen, die an einer akuten Psychose erkrankt sind, erstmal nur mit Medikamenten behandeln sollte oder sogar nur mit Medikamenten behandeln muss. Wir wissen heute, dass es anders ist, also dass selbst Menschen mit einem ganz akuten Wahnerleben und Halluzinationen auch schon für psychotherapeutische Interventionen zugänglich sind. Wir sind also so ein bisschen weg davon gekommen, dass die Medikation in solchen Situationen das einzig Hilfreiche ist. Und weil Sie diese Grenze zwischen gesund und krank angesprochen haben, das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, denn das ist eine Frage, die wissenschaftlich auch noch nicht eindeutig geklärt ist, wann. Wir wissen, dass Antipsychotika hilfreich sind, wenn jemand eine ausgeprägte Psychose hat, aber wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt sie eingesetzt werden soll. Also wenn jemand mal für ein paar Tage vielleicht mal irgendein Geräusch oder eine Stimme gehört hat, ja, es ist ein psychotisches Symptom, aber rechtfertigt das schon die medikamentöse Behandlung? Meiner Meinung nach wird da viel zu früh mit Medikamenten gearbeitet, weil solche Dinge häufig von selbst wieder weggehen. Und diese Medikamente sind auch keine Lutschbonbons, die haben ganz teilweise ausgeprägte Nebenwirkungen, auch Langzeitnebenwirkungen. Das heißt, ich würde sagen, Gott sei Dank, klar, die Medikamente haben eine Wirksamkeit, sie greifen aber nur an einem ganz bestimmten Ansatzpunkt an. Sie sollten nicht zu früh und nicht zu leichtfertig und auch nicht ohne eine gute psychotherapeutische und auch soziotherapeutische Begleitung gegeben werden. Was sind das für Medikamente? Sogenannte Neuroleptika. Und die meisten Neuroleptika setzen an dem Dopamin an. Ja, also man geht davon aus, dass dieses Phänomen der aberranten Salienz mit einem zu viel an Dopamin, zu hoch aufgedrehter Lautstärkeregler zu tun hat und dass man mit einem Medikament, das dagegen anwirkt, die Psychose auch eindämmen kann, dass die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass das so ist, aber das ist halt sehr wahrscheinlich keine ursächliche Behandlung, sondern das, man könnte sagen, das greift vielleicht so an der Endstrecke des Mechanismus an, aber das reicht nicht allein in der Regel als eine Behandlung. Also individuell sehr unterschiedlich, ja, aber ich möchte nur betonen, Medikamente sind nicht alles, keineswegs. Ja, ich erzähle gleich kurz was aus eigenem Erleben, aber mache es dann auch allgemein gültig, hoffe ich. Zuerst was zu Stigma. Den Schlaganfall vor 2 Jahren, den haben sie mir alle als Krankheit gerne und hilfreich unterstützend abgenommen. Die damit einhergehende, und da ist eben die Suche nach Henne und Ei, Psychose, eine Paranoia und eben diese aberrante Salienz, die hat zu großen Schwierigkeiten geführt, dass man eben doch als verrückt und als überhaupt nicht so richtig lebenstüchtig mehr empfunden wurde. Und es ist schwierig gewesen, da ich keine Sprache hatte, mich überhaupt so zu äußern und zu bitten, dass doch mal im Kopf nachgeguckt wird. Und da hat man den Schlaganfall gefunden. Mhm. Aber war jetzt der Stress für die Psychose oder für den Schlaganfall zuständig? Oder wie ist da so etwas in der Forschung vielleicht schon aussagekräftig? Kennen Sie diese Phänomene der Kopplung dieser beiden Krankheiten? Ja, vielen Dank auch für die offene Schilderung dessen, was Sie erlebt haben. Ich finde, das zeigt sehr gut, ja, dass eben psychische Erkrankungen doch mit einem größeren Stigma verbunden sind als körperliche Erkrankungen, woraus man übrigens auch lange abgeleitet hat oder meinte ableiten zu können, dass dann biologische Erklärungen auch zur Entstigmatisierung führen. Also wenn man sagt, naja, das ist halt eine Stoffwechselstörung im Gehirn, die Sie da haben, und da müssen Sie nur Medikamente einnehmen, dann wird die behoben, dass man damit auch zur Entstigmatisierung beiträgt, auch zur Reduzierung der
Selbststigmatisierung. Aber gerade für Letzteres hat sich gezeigt, das Gegenteil ist der Fall, weil man dann natürlich denkt, ach ja, das, was ich erlebe, das ist halt, das ist, weil mein Gehirn krank ist und da kann man sowieso nichts machen. Da kriegt man so eine, neigt man dann dazu, deterministischen und hoffnungslosen Erklärungen. Dass Psychosen auch durch körperliche, insbesondere natürlich Hirnerkrankungen wie einen Schlaganfall ausgelöst werden können, das ist gut bekannt. Also allein durch einen Schlaganfall ist es nicht so häufig, aber es ist durchaus bekannt. Es gibt auch andere neurologische Erkrankungen, die auch dazu beitragen, dass wir mehr über den Entstehungsmechanismus verstehen. Zum Beispiel, ich hatte vorher das Stichwort Glutamat genannt, als nach den Botenstoffen gefragt wurde. Es gibt eine Erkrankung, bei der der Körper Antikörper gegen den wichtigsten Glutamatrezeptor im Gehirn bildet. Also dort, wo das Glutamat ansetzt und seine Wirkung entfaltet. Und Menschen, die diese Antikörper im Gehirn haben, ganz viele haben die im Blut, aber manche haben sie auch im Gehirn aus bisher unbekannten Gründen, die können Psychosen entwickeln. Ja, das ist zum Beispiel eine neurologische Erkrankung, bei der man weiß, da gibt es ganz klar diesen Zusammenhang und die uns auch zeigt, Glutamat spielt da eine Rolle. Bei Schlaganfällen ist es so, dass man daraus schließen kann, dass wenn eine bestimmte Hirnregion, häufig sind das sprachrelevante Regionen, betroffen sind, dass das auch eine Psychoseneigung dann verstärken kann. Und natürlich ist das Thema Stress da auch nochmal wichtig. Sie wissen ja nicht, was Sie für ein genetisches Profil haben. Manche, rein genetisch betrachtet, haben manche Menschen da vielleicht eine stärkere Empfänglichkeit dafür, dann in solchen Situationen eben entsprechend zu reagieren. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, vielleicht eine gewisse genetische Veranlagung plus ein Schlaganfall, der in einer kritischen Region liegt, die dann das Denken verändert, plus dann auch noch der Stress, der damit verbunden ist, dann ist es eigentlich sehr plausibel, dass dadurch auch dann eine Psychose entstehen kann. Danke Ihnen sehr. Ist der Begriff Schizophrenie und Wahnvorstellung, ist das dasselbe? Oder ist Schizophrenie ein Überbegriff? Ja, vielen Dank, dass Sie das fragen. Ich habe lange überlegt, ob ich so eine lange Begriffserklärung am Anfang zu diesen Wörtern machen soll und habe mich dann für eine sparsame Version entschieden. Also Psychose, fangen wir anders an. Wahn und Halluzinationen, das würde man sagen, das sind Symptome. Das sind einzelne, also aus ärztlicher Sicht, ja, aus individuelle Sicht würde man sagen, das sind Erlebnisweisen, aber wir benutzen das, um Diagnosen zu machen, zu sagen, das ist ein Symptom. Dann gibt es bestimmte Symptome, die häufig zusammen auftreten. Also zum Beispiel Depression ist dadurch gekennzeichnet, dass eine niedergeschlagene Stimmung häufig zusammen mit einer Antriebslosigkeit und Schlafstörungen auftritt. Ja, dann würde man sagen, das ist ein Syndrom, also eine Sammlung von Symptomen. Und genauso verhält sich das mit dem Wort Psychose. Psychose ist eigentlich nur ein ist keine Diagnose, sondern ist ein beschreibender Begriff dafür, dass so etwas wie Wahn und Halluzinationen auftreten. Und dieses Syndrom der Psychose wiederum kann dann unterschiedliche zugrunde liegende Erkrankungen oder Diagnosen haben. Also zum Beispiel ein Schlaganfall, eine Hirnentzündung oder eben eine Schizophrenie. Das ist die Erkrankung, bei der Psychosen am häufigsten beobachtet werden, die ist also typischerweise charakterisiert durch eben Wahn, Erleben, Halluzinationen und noch eine Reihe von anderen Symptomen. Es ist allerdings bei der Schizophrenie, und bitte entschuldigen Sie, wenn ich das noch weiter ausführe, aber das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, die Schizophrenie-Diagnose kann man nicht vergleichen mit zum Beispiel einer Schlaganfall-Diagnose. Beim Schlaganfall wissen wir genau, was die Ursache ist. Also da ist ein Gefäß im Gehirn verstopft worden, entweder durch eine Gefäßverkalkung, Atherosklerose oder durch ein Gerinnsel, das sich dahin verirrt hat. Und dann entsteht eine Minderdurchblutung, dann stirbt Hirngewebe ab. Na, und dann sagen wir, das ist ein Schlaganfall. Bei der Schizophrenie wissen wir das alles nicht. Ja, da wissen wir eigentlich nicht die Grundlagen. Deswegen interessiere ich mich für diese Forschung, weil ich mehr darüber herausfinden will. Aber da gibt es nicht sozusagen diese, wie wir sagen, pathophysiologische Erklärung. Im Grunde ist die Diagnose Schizophrenie auch ein bisschen so ein Sammeltopf für Symptome, die halt häufig mit einem bestimmten Verlauf gemeinsam auftreten. Ja. Hilft das? Ja, schön. Gut.
Wie wird umgegangen mit der Psychose im Kleinkindalter, Jugend, Teenager? Oh, da müssen Sie die Kollegin fragen, die vor Ihnen sitzt. Nein, Entschuldigung, nee. Ich bin nämlich kein Kinder- und Jugendpsychiater. Ich kann da, ehrlich gesagt, würde ich mich jetzt da auf extrem dünnes Eis begeben, wenn ich was dazu sagen würde. Wissen Sie was? Nee, eine andere Frage. Nee, aber da muss ich leider passen. Also ich könnte da zwar so ein bisschen laienhaft was dazu erklären, aber ich kann Ihnen kein fundiertes Fachwissen bieten. In welchem Ausmaße spielt Koffein, ab wann spielt Koffein eine Rolle bei Auslösung von Wahnvorstellungen oder Wahrnehmungsveränderungen, Angstzustände? Also, ich wüsste nicht von eindeutiger Evidenz, die belegt, dass Koffein da eine ursächliche Rolle spielt. Bitte? Also überhöhte Koffein. Also, ich weiß es nicht, ob es da Untersuchungen dazu gibt, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Meines Wissens gibt es da keine Belege dafür. Nee. Ich habe eine Frage dazu. Wie können Sie das erklären, dass zum Beispiel ein sogenanntes Medium vor ein Publikum tritt, das er nicht kennt, und Botschaften empfängt, teilweise auch aus dem Jenseits von Verstorbenen, und dann gezielt Leute aus dem Publikum ansprechen kann und Botschaften übermitteln kann und dann auch noch ganz spezifische Ereignisse, die als Code oder als Erkennungscode nennen kann, dass nur der Verstorbene sowie auch die adressierte Person kennen können oder davon wissen können und das bestätigen können. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also ich bin kein Fachmann dafür. Das ist eine interessante Frage, denn es gibt, um nochmal auf Shakespeare zurückzukommen, mehr zwischen Himmel und Erde, als wir glauben. Ja. Deswegen, aber aus wissenschaftlicher Sicht, und ich glaube, die Wissenschaft ist nicht vor Irrtum gefeit, aber ist das irrtumssicherste System, wenn es darum geht, die Welt zu verstehen und die Ursachen zu verstehen, die die Welt im Innersten zusammenhalten. Das ist meine Meinung, ja. Vielleicht werde ich irgendwann eines Besseren belehrt. Aber es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, außer dass in vielen solchen Fällen dann doch nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel dass Betrüger am Werk waren, dass bestimmte Tricks verwendet wurden. Da gibt es ganz interessante Geschichten auch von, ich hab da mal einen Artikel gelesen über so eine Betrügerin, die in 20er Jahren extrem populär war und dann am Ende entlarvt wurde und sehr subtile Tricks hatte. Es geht so in Richtung Zauberei. Was ich aber glaube, ich stelle es jetzt so ein bisschen negativ dar als Betrug und so weiter, was ich schon glaube, ist, dass diese Menschen, die über diese Fähigkeiten verfügen, schon vielleicht sowas haben wie einen siebten Sinn, nicht in einem übernatürlichen Sinne gemeint, sondern dass die extrem, also diese Gabe haben, extrem sensibel zu sein, zu spüren, was Menschen denken, was Menschen fühlen und darauf einzugehen, darauf zu reagieren. Und was dann, glaube ich, dazu kommt, dass, dass andere Menschen dann sozusagen diese Erklärungen auch annehmen, sind dann sicher auch solche kognitiven Neigungen, kognitiven Tendenzen, wie ich sie beschrieben habe, die Bestätigungstendenz, dass man dann das, was man wahrnimmt, eben als eine Folge dessen, was man glaubt, annimmt. Also ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle dabei. Aber das ist jetzt alles relativ spekulativ. Ich habe mich damit nicht im Detail beschäftigt. Aber also wissenschaftliche Erklärungen dafür, dass es sowas oder Begründung dafür, dass es das tatsächlich gibt, gibt es nicht. Also ich kann einfach nur bestätigen, dass es so vorkommt, dass dieser Mensch
gezielt Namen, gewisse Daten, gewisse Ereignisse, dass er diese Informationen bekommt und dieser Person weitergibt und die kann das bestätigen. Und er kennt diese Person nicht. Also ich glaube es nicht. Ganz einfach. Also ich habe es schon erlebt. Ja, ich glaube es trotzdem nicht. Ja, ich sage Ihnen mal einen Namen, das ist zum Beispiel Gordon Smith, wenn Sie sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen möchten. Danke. Ich nehme Ihnen das Mikrofon weg, weil es noch viele verschiedene Fragen gibt. Sie und dann da vorne noch. Und dann musst du sagen, ob du noch kannst. Ja, also ich habe keinen Stress. Aber wir müssen dann schauen, ob wir den Leuten Gelegenheit geben zu gehen und so. Ich habe persönlich Probleme mit dem sensorischen Reizen, also dass diese Salienz oder dass die überbetont sein soll und deshalb Psychose oder Verschwörungstheorie. Das ist jetzt richtig, also Psychose. Ich sage das aus der eigenen Beobachtung meiner Schwester, die seit 15 Jahren psychotisch ist und ich habe den Beginn sehr deutlich miterlebt. Es begann damit, dass sie behauptete, sie sei nicht die Tochter unserer Eltern und das war dann und ist bis heute unerschütterlich. Ja. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass von wegen sie sensorischen Reizen, sondern dass es eher vom Gehirn kommt. Also Gehirn ist jetzt sehr grob gesagt, beziehungsweise von Erinnerungen, von Traumata, von Einsamkeit auch und so weiter. Also ich habe jetzt Mühe mit Ihrer Theorie. Ja, gut, dass Sie es sagen. Ich versuche es, das nochmal einzuordnen. Also mit den sensorischen Reizen, das sind natürlich Reize gemeint, die im Gehirn ankommen und verarbeitet werden. Und ich will damit nicht sagen, dass eine Psychose daran liegt, dass man Probleme mit den Augen oder mit dem Tastsinn oder mit dem Gehör hat. Ja, also das wäre ein Missverständnis. Es geht um die Frage, wie diese Reize, die von den Sinnesorganen kommen, im Gehirn verarbeitet werden. Deswegen, ja, es findet auf jeden Fall im Gehirn statt. Ja, also gut, dass Sie es sagen, ja, damit dieses Missverständnis ausgeräumt ist. Also wie werden Reize im Gehirn verarbeitet? Und dabei spielen natürlich Erinnerungen, das, was man erlebt hat, Traumata, eine ganz wichtige Rolle, denn die beeinflussen die Art und Weise, wie die Sinnesreize im Gehirn verarbeitet werden. Ja, also ich möchte das gar nicht, also ich glaube, wir haben da gar keine Meinungsverschiedenheit. Man kann das sehr gut ineinander übersetzen und es gibt eine schöne Beschreibung von das heißt die Heidelberger Schule, das waren so philosophisch orientierte Psychiater in den 20er Jahren, Karl Jaspers Schule und nachfolgende, die haben ganz, ganz akribisch beschrieben, phänomenologisch, was Menschen, die psychotisch erkrankt sind, beschreiben. Und ich kann mich an eine Fallbeschreibung von einem Autor namens Meyer Groß erinnern, der einen psychotisch erkrankten Menschen beschrieben hat, der genau diesen Wahn auch hatte, dass seine Eltern nicht seine Eltern sind, sondern irgendwelche Fremden, die sich nur als seine Eltern ausgeben. Und der hatte gleichzeitig auch das Erlebnis, dass, also es ging bei ihm so los, dass er plötzlich irgendwelche Leute als fremd wahrgenommen hat oder Dinge als unbekannt, obwohl sie eigentlich bekannt sein müssten. Also das wäre sowas wie, wo wir heute sagen würden, das ist das Phänomen der aberranten Salienz. Und man könnte schon postulieren, dass eigentlich vertraute Menschen wie die Eltern einem vielleicht plötzlich fremd vorkommen auf der Grundlage dieses Mechanismus und dass das dann dazu führt, dass man ja eine Erklärung dafür sucht. Warum kommen mir die fremd vor? Es könnte sein, dass sie gar nicht wirklich meine Eltern sind, sondern nur so tun. Also insofern ist es gar kein Widerspruch zu dem, was Sie sagen. Also wichtig, klar, es geht ums Gehirn und nicht um unser Sensorium. Super. Und wie viele Minuten? Sechs. Perfekt. In der niederschwelligen Suchtarbeit mit substanzinduzierten Psychosen
ist es meine Erfahrung, oder es heißt, dass wenn die Substanz aus dem System ist, dann sollte die Substanz in der Psychose wieder weg sein. Aber für mich ist die Frage der Umgang oder also der Umgang, weil wir sie nie ohne Substanzen erleben, wie man da eben nicht sagen kann, wir sind ja alle ein bisschen verrückt. Also, und, also ja, ich hatte vorhin eine bessere Frage, aber dann wurden so viele andere Fragen gestellt. Aber es ist wie, kann man zum Beispiel sagen, dass die substanzinduzierte Psychose ist eigentlich wie gleichwertig wie jemand, der ohne Substanzen, nur biochemisch, ohne fremden Einfluss psychotisch ist? Wie meinen Sie gleichwertig, wenn ich nochmal nachfragen darf? Also ob das dasselbe ist von der Entstehung her? Oder? Von der Entstehung, aber also Erleben, weil vom Erleben her? Ja. Also es sind halt immer noch Käfer und sie sind halt da. Ja, ja, ja. Das ist ja auch der Unterschied zwischen einer Drogenwirkung oder Intoxikation, einer direkten Wirkung, wo sich die meisten Menschen bewusst sind, ich habe ja gerade LSD eingeworfen, deswegen nehme ich die Welt jetzt anders wahr, und einer Psychose, die dann in der Folge, bei LSD übrigens so gut wie nie, ja, zu Unrecht verteufeltes Medikament, aber das ist ein anderes Thema, aber bei Cannabis zum Beispiel, dass da zu Recht verteufelt wird, bei Cannabis weist vieles darauf hin, dass dadurch auch Psychosen ausgelöst werden können. Und da ist eben nicht mehr der Intoxikationszustand, der Rauschzustand, in dem man vielleicht noch sagen kann, das ist jetzt die Droge, sondern dann verselbstständigt sich da etwas. Und das ist nicht dasselbe wie eine Schizophrenie, das ist auch vom Erscheinungsbild, von den Symptomen her häufig ein bisschen anders gefärbt. Das hängt von der speziellen Droge ab. Aber wenn Sie den Umgang damit ansprechen, also ich habe jetzt so rausgehört, dass Sie denken, naja, so diese Idee von wir sind doch alle ein bisschen verrückt, könnte ja hilfreich sein, oder nicht? Nein, aber Sie sind halt alle ein bisschen verrückt. Sie sind alle ein bisschen verrückt. Also dafür ich arbeite. Ich dachte, ein bisschen die gleiche Psychose bei Ihnen. Ja. So. Ah ja, okay. Also ich Ja, das ist der richtige Umgang. Also auch wenn Sie überhaupt versuchen, dagegen zu argumentieren, gegen eine aus Ihrer Sicht falsche Überzeugung, dann haben Sie oft sowas wie einen Backfire-Effekt, dann verstärken Sie die Überzeugung nur. Wenn man überhaupt sozusagen an der Überzeugung rütteln kann, wenn man das möchte, wenn man das überhaupt für sinnvoll hält, dann kann man das vielleicht durch die Hintertür machen, indem man eben so Strategien anwendet, wie ja, einfach einen Raum auch für selbstkritisches Hinterfragen zu eröffnen und vielleicht auch eben diese, naja, so eine Idee zu vermitteln, dass unsere Erfahrungen, unser Erleben, unsere Wahrnehmung, unsere Überzeugungen etwas sehr Subjektives sind, dass da eben alle etwas anders überlegen, dass man auch unterschiedliche Auffassungen zu Phänomenen haben kann. Und dann kann man sagen, okay, we agree to disagree, ja. Muss man sich ja nicht streiten deswegen. Und mit einer ähnlichen Haltung kann man, glaube ich, auch Menschen mit drogeninduzierten Psychosen begegnen. Hier war noch eine Frage. Sie hatten Platz. Ich habe auch eine Frage zum Umgang mit Menschen, die psychotisch sind. Weil gerade wenn sie es nicht als sich selber ja als wahnhaft wahrnehmen, das finde ich wahnsinnig schwierig. Ja, und das merke ich so, das würde mich sehr interessieren. Ja. Das ist eine grosse Nummer. Das ist eine große Nummer. Das sehe ich auch, dass es sehr schwierig ist, dass es vor allem für die Angehörigen von Betroffenen sehr, sehr schwierig sein kann. Ich glaube, und es ist auch für Therapeutinnen und Therapeuten, Psychiaterinnen und Psychiater häufig eine riesige Herausforderung, gerade wenn es dann in die Richtung geht, dass auch eine Eigen- oder Fremdgefährdung entsteht. Man möchte eigentlich, das Allerletzte, was man will, ist irgendwie einen Zwang anzuwenden. Und bei den meisten Angehörigen ist es auch so, dass sie das nicht möchten. Und dann ist die Frage, ja, wann wäre es eigentlich gerechtfertigt? Denn wenn man Zwang anwendet, dann macht man vielleicht
insgesamt alles nur noch schlimmer, weil dann noch eine zusätzliche Traumatisierung und eine Störung der Beziehung dadurch entsteht. Also gerade in diesen Fällen, wo eine tatsächliche manifeste Gefährdung im Raum steht, ist es besonders schwierig. Aber ich finde auch die Situation sehr herausfordernd, wenn eigentlich jemand, sagen wir mal, ich sage es mal umgangssprachlich, wirklich total verrückt ist, aber sich und andere eigentlich nicht gefährdet. Und das ist gerade ein Konflikt, der den Angehörige häufig in sehr ausgeprägter Form haben, weil sie sagen, ja, tun Sie doch was, der ist doch total verrückt, Sie müssen ihm helfen. Aber wenn die betroffene Person das nicht will, dann wird es halt sehr schwierig, weil Zwang anzuwenden ist wirklich die allerletzte Maßnahme, die Ultima Ratio. Und ich glaube, man kann da nicht so eine allgemeine Empfehlung geben, was ein guter Umgang ist. Aber ich glaube, ein Umgang, bei dem man immer im Gespräch bleibt und auch wenn man weiß, das ist vielleicht eine pathologische Überzeugung, die jemand hat, trotzdem im Gespräch bleiben, das trotzdem als ein ja, für diese Person reales Erleben ernst zu nehmen. Und durch dieses, und man kann ja zum Beispiel auch durch Hinterfragen ernst nehmen. Ja, wenn ich einfach sage, ach, das interessiert mich nicht, was du sagst, das ist eh Unfug, dann nehme ich den anderen nicht ernst und dann gehe ich aus dem Gespräch raus. Wenn ich hinterfragen sage, oh, das interessiert mich jetzt aber, ich sehe das ganz anders, warum siehst du das so, das ist, kann ich nicht nachvollziehen, erklär es mir. Man kann sozusagen auch also einen indirekten Widerspruch machen und dadurch erst recht den oder die andere ernst nehmen. Also das ist, glaube ich, für mich so ein Leitfaden, auch in der Psychotherapie mit psychotisch Erkrankten, dass man wirklich sozusagen immer versucht, sich auf Augenhöhe in der Kommunikation zu begegnen und im Gespräch zu bleiben, den Gesprächsfaden, die Beziehung nicht abreißen zu lassen, auch wenn man ja, das Gefühl hat, ich komme da gerade nicht weiter. Aber ich glaube, Beziehung ist da wirklich, in Beziehung bleiben, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber manchmal ist ja, wenn es alltäglich ist, ist das so oft und manchmal ja so anstrengend, also wirklich, dass dir auch wirklich alles reißt, was auch noch in der Beziehung fähig ist. Ja, ich weiß, es ist da schwer, dann auch, da muss man für sich, glaube ich, einfach versuchen, das richtige Gleichgewicht zu finden. Ja? Selbstfürsorge, Selbstschutz ist natürlich da auch ganz wichtig, ja, aber ja. Kommt mir zwar alles so ein bisschen schlaumeierisch vor, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja. Sind wir fertig? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Also stehst du noch zur Verfügung? Du hast es ja, ich bin noch da. Ich habe es nicht eilig. Du bist noch einen Moment da. Wer gehen möchte, darf gehen. Und ich möchte noch kurz hinweisen, dass weitere Veranstaltungen folgen, die nächsten Abende und auch am Sonntagmorgen, die wir sehr empfehlen. Einen schönen Abend. Danke.